Okay, Freunde, kommt mal her. Ich habe was Feines für euch. Schaut, was wir hier haben. Lauschig, hä? Hm? Wieder Butter. Wer von euch erinnert sich an das kranke Hotdog-Video, auf das wir vor kurzem reagiert haben? Die hatten so einfach die wildesten Hotdogs überhaupt. Die hatten einen Guacamole-Hotdog, die hatten einen Chili-Dog, die hatten einen Pommes- und Käse-Dog, die hatten einen Cheetos-Dog. Und das Krankste an diesen Hotdogs waren eben genau diese Buns, die wir hier haben. Die sahen so fluffig und weich und groß und brioche-mäßig aus. Und die habe ich jetzt gestern schon mal vorbereitet. Und die Idee wird folgende sein. Ich nehme mal hier so nochmal einen neuen raus. Bei denen sah das genau ungefähr so aus. Die waren so durchgeschnitten, auf beiden Seiten in Butter angebraten. Seht ihr die Fläche? Die kann halt so schön mit Butter getoastet werden. Und da kommt das Würstchen rein. Und dann kommt genau da das Würstchen rein. No sexual. Geil. Und dann können wir die mit den wildesten Sachen da links und rechts belegen. Und wir machen heute genau drei Hotdogs nach. Einer ist der House Dog, der einfach Ketchup, Senf, so das klassische Hotdog-Modell. Dann wird es ein Pommes- und Käsesoßen, Chipotle-Soßen-Hotdog geben. Und dann wird es einen Green Dog geben und der ist mit Guacamole. Die drei werden wir heute machen. Ganz, ganz, ganz crazy wird das. Zuallererst, Freunde, bevor wir loslegen, dickes Dankeschön an jeden, der sich was im Merch-Shop geholt hat. Das freut mich krass. Dickes Dankeschön an jeden, der die Sachen immer so geil nachkocht und mich auf Instagram markiert. Und ja, ein dickes Dankeschön allgemein an den Support in letzter Zeit. Ist auf jeden Fall krass und lasst uns so weitermachen. Und es freut mich sehr. Und dann, ja, Freunde. Immer snacken. Immer snacken. Vor allem genau. Dafür nehmen wir eine Avocado, schneiden die schön auf, so am Kern entlang. Hoffen, dass sie stabil ist und ich... Ne, die ist leider nicht gut. Ja, das sieht schon sehr wässrig aus. Die sieht leider sehr nach Gurke aus, Freunde. Vielleicht haben wir Glück bei der zweiten. Nein, die sieht noch mehr nach Gurke aus. Die müssen so schön gelb, da musst du von... Das musst du von grün zu gelb, aber es nicht von grün zu... Aber wenn man die gut würzt, dann wird das trotzdem geil. Ja. Dann holen wir die da raus. Eine nach der anderen. Schön smooth. Und mit Gefühl. So, am besten jetzt gedrückt die mit einer Gabel. Wir machen die ein bisschen wilder, ein bisschen gröber. Ein bisschen Pfeffer, Koriander. Koriander ist das Beste. So, ein paar Tomaten, schon geschnitten. Eine geile Fleischtomate. Schaut euch mal diesen Burrummer an. Das sind einfach Atomtomaten. Ein bisschen Limette. Upsi, ist Juice auf der Linse? Nein. Limette, ganz, ganz wichtig. Jeder kann ja seine Guacamole machen, wie er will, aber Limette muss auf jeden Fall rein. Du sagst Knoblauch? Knoblauch, also bei mir kommt immer Knoblauch rein. Bisschen Freestyle kann nicht schaden. Und ich mag immer ein bisschen Joghurt dran zu geben. Nur ein ganz kleines bisschen. Noch ein bisschen Öl dazu, weil die Avocados leider echt schwach sind. So ein bisschen viel Guacamole für einen Hotdog, oder? Das stimmt, ja. Da hätte eine Avocado gereicht. Ich denke, es fehlt noch Salz. Ja, definitiv. Das ist gleich das Ganze. Ich will noch ein bisschen was Scharfes. Chili. Mal Tabasco rein, Leute. Stabil? Sehr stabil, ja. Die lassen wir so. Stabil. Stabil, so stabil wie unser Merch. Okay, jetzt nehmen wir das Würstchen und tunken es da rein. Tunken es da rein. Ich tunk dich gleich da rein. Es geht weiter, es geht weiter. Einer neuen Soße, die ich noch nie gemacht habe. Und zwar eine Chipotle-Soße. Ich finde es übrigens ganz lustig, wenn Leute das Chipotle aus... Ich kenne niemanden, der Chipotle sagt. Ich schaue, aber ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt eine Chipotle-Soße. Chipotle. Southwest kann man auch sagen. Juice. Bisschen Joghurt. Hast du wirst dir doch fünf Zutaten merken. Es sind schon viele. Salz, Kumin, bisschen Knoblauch, bisschen Cayennepfeffer, Koriander frischen, eine Spritze Essig,
Was ist das? Juice? So leicht rötlich, leicht gelblich, leicht grün. Die ist nice. Die lassen wir so. So, ihr Lieben, dann heizen wir den Ofen vor. Brauchen einmal, das wird das nächste sein. In halbe Ringe geschnittene Zwiebeln, Paprika, Grün und Rot. Und dann haben wir einmal noch in Würfel geschnittene Zwiebeln. Dann kommen links. Und hinten. Hoppa. In beide könnt ihr gut Salz reinfeuern. Könnt ihr gut Zucker reinfeuern. So. Dann beide ein bisschen runterdrehen. Dann haltet ihr euch für beide ein bisschen Wasser bereit. Kann man immer ein bisschen nachleeren. Weil die Zwiebeln müssen lang drin bleiben. Das muss jetzt wirklich vor sich hin karamellisieren. Links ein bisschen weniger, weil die wollen wir nur glasig haben. Und die Zwiebeln, die karamellisieren wir stabil. Es ist ein bisschen wirr alles. Ganz viele Zutaten, die wir alle für 3 Hotdogs brauchen. Aber macht euch keine Sorgen. Am Ende kommt alles zu 3 juicy, stabilen Hotdogs zusammen. Unsere Pommes. Kurz ein Snack aus der Guacamole. Die sieht saftig aus. Weil die doch so lecker schmeckt. Wieder mal ein kräftiger Kanten. Alles Gute fängt mit Butter an. Auf ganz gechillt, mittlerer Hitze. So sollen die ungefähr sein. Leicht glasig, aber die sollen auch ihre Farbe behalten. Ja? Bisschen karamellisiert, bisschen Salz, passt. Die hier hingegen länger, die müssen schön braun karamellisiert werden. Nur damit ihr Bescheid wisst, gell? Und ihr wisst, zwischendurch snackt ihr von diesen unwiderstehlichen Buns. Oder Paprika. Oder Buns. Dann brauchen wir Mehl. Circa 1-2 Esslöffel Mehl da rein. Schneebesen. Ja, schaut, so soll die Konsistenz sein. Und wenn ihr die Konsistenz habt, kommt Milch drauf. Kurz eine Sache, ihr findet alle Mengenangaben, alle Zeitangaben unten in der Beschreibung. Zweite Sache, wenn die Milch reinkommt, geht die Hitze hoch. Jetzt vermengen wir die Milch und dann lassen den ganzen Spaß jetzt aufkochen. Fett kann auch nicht schaden. Es kommt wieder ein neues, saftiges Video auf euch zu. Zwiebeln, Milch, First Story Feed, Würstchen. Pass auf, wir haben nur 3, die darf nicht kaputt gehen. Alle Arten von Gemüse, Guacamole, Käse, Ketchup, Senf, alles was dazugehört, dies, das und so weiter. Und am Herzen diese Buns. Und dann, ja, was soll man dazu sagen? Milch kocht, Freunde. Käse kommt rein. Cheddar. Schon vorher klein gemacht. Noch hier zeitweise kurz runtergehen von der Hitze. Und es hier schön ein. Schmelzen, immer in Bewegung bleiben. Bisschen Salz rein. So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dann geht es jetzt schon ans Finale. Wir haben 3 wunderschöne Buns und wir haben 3 wunderschöne Würstchen. Und wie ich euch gesagt habe, diese Fläche wird jetzt so schön mit Butter angebrutzelt. Mit Würstchen kenne ich die ehrlich gesagt nicht so aus, no homo. Ich habe einfach Bratwürstchen genommen. Man kann natürlich auch Wurst selber machen, das wäre next level. Aber ich denke, wir haben in Österreich und Deutschland und so weiter auf jeden Fall eine krasse Wurstkultur. Deswegen glaube ich, haben wir ein sehr stabiles Würstchen. Würstel. Ich bin nervös, Alter. Ich glaube, die können richtig geil werden. Ja, die werden richtig geil, glaube ich. Vor allem die schmecken wirklich, das ist einfach, ach Gott. Ich habe kein Rezept dafür, ich habe das einfach das Rezept von Joshua Wiseman genommen, ein bisschen abgewandelt, so in unserem Style, ähnlich wie unsere Burger Buns. Um euch aber nicht zu sehr zu verwirren, ich verlinke euch das Rezept von Joshua Wiseman, wie er solche Schönheiten hier zaubert, und das wird das Einfachste sein. Sehr gespannt, was da jetzt gleich passieren wird. Boah. Oma? Oh Leute, was sagt ihr zu den Schönheiten? Schön angebraten an der Seite. Boah. Hammer, oder?
zärtlich. In der Mitte nicht ganz hochschneiden. Ja, safe. Ja. Sei vorsichtig mit dem Würstbuch. Die sind richtig crispy. Jetzt lass uns die Würstchen ein bisschen. So, da also in die Mitte, genau, machst du. Wei, wei, wei. So geil. Next one. That sound. Alles klar. Juicy. Erst die Gurken, schön klein geschnibbelt. Go. Yes. Und drauf das Ketchup. Yes. Noch nicht zu viel. Ja, hinten drin. Ja. Gut, Freunde. Der letzte. Bepackt mit Pommes. Links und rechts. Oben, unten. Feierabend, oder? Feierabend. So, Leute. Rest in peace, Double Cheeseburger. Das ist dein Untergang, leider. Was sagt ihr zu den Dingern? Kann sie sehen lassen, oder? So, Leute, jetzt gibt es noch eine kleine Überraschung. Cheeseburgers. Animal Style, oder? Why? Porno. Porno. In welchen sollen wir zuerst reinzimmern? Welchen würdest du zuerst nehmen? Ich glaube, ich würde mit der Guacamole mal anfangen. Aber ich glaube, dass der in der Mitte mich am meisten anmacht. Mhm. Der Classic. Der mit der Käsesoße ist zwar auch geil, aber ja, ich glaube, der in der Mitte ist. Ja, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ja? Wow. Da sind wir einer Meinung. Und bevor wir da anfangen, machen wir uns kurz einmal Animal Style Fries. Voll gut. Mhm. Das ist halt einfach Ende. Untergang. Alle Rezepte, die wir hier gemacht haben. Ja, ich bin nervös. Der Green Dog hieß er. Nehmen wir uns den. Die Limette liegt da natürlich nicht umsonst rum. Boah, ich bin auch nervös. Boah, wie der sich schon anfühlt in deiner Hand. Das da. Pass auf, ASMR. Der Green Dog. Los geht's. Das ist einfach Feierabend. Der Bun. Zusammen mit der Wurst, mit der würzigen, das Fett, das Fleisch. Die Guacamole ergänzt den ganzen Spaß. Mashallah, das ist ein Teil. Junge, halt einfach kaum essbar. Aber genauso müssen die guten Sachen sein. Boah. Ich hab komplett Feierabend. Was soll ich sagen? Nehmen wir uns den Big Baba für den Schluss auf. Ja. Also, das ist der Patty Melt, hieß der. Mit Pommes, Käsesoße und Chipotle-Soße. Masch. Ja. Er ist schon riesig. Okay, die Käsesoße ist halt, das ist halt Feierabend. Der toppt auf jeden Fall gerade den Guacamole.
Und das Würstchen, wenn du da drauf beißt, hat so einen richtig nicen Crack. Und ja, Käsesoße und dieser Bun zusammen. Dann gib euch mal den Querschnitt. Krank, oder? Ein bisschen Leim drüber zu geben. Und auch wenn es nicht viel ist, aber der Koriander, der macht es einfach da oben. So rein ästhetisch auf jeden Fall das Krasseste, was wir hier abgeliefert haben, würde ich sagen, oder? Bist du mit mir? Ja. Achso. Ja, ist schon sehr Porno. Ich esse dann alles, was übrig bleibt, natürlich. Safe. Safe, wenn ich den rauslifte. Boah. Zu wild, Freunde. Zu wild. Boah. Da versuche ich jetzt mal beim ersten Bissen einfach alles zu bekommen. Zur Abwechslung. Favorite? Mhm. Wobei ich knabber es mit dem rechten. Okay. Aber so dieser klassische Hotdog-Geschmack mit Ketchup, Mayo, Senf, den schlägt einfach nichts. Vor allem in Kombination mit diesem Bun. Ich muss es bei jedem Hotdog wieder sagen. Das ist so der Cheeseburger. Der Cheeseburger der Hotdogs, würde ich sagen. Wahnsinn. Und sowas kennt man hier einfach nicht. Sowas hat Wien noch nicht gesehen, glaube ich. Und ich kann kaum erwarten, dass wir der nächste Jahr sind, Freunde. LA, Dirt Dog. Und dann probieren wir das Original zusammen. Ein bisschen brauche ich noch. Jetzt ist gut, sonst verliere ich das Bewusstsein. Störung. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr von den Dingern haltet. Macht sie auf jeden Fall nach, Freunde. Und markiert mich wie immer auf euren Instagram-Stories. Das freut mich immer sehr. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Drückt auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schaut im Merch-Shop vorbei, erster Link in der Beschreibung. Kuss geht raus an jeden, der sich was holt. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Peace.